Das große Zeitalter der Flugsimulatoren am PC ist ja leider irgendwann in den 90er Jahren zu Ende gegangen. Aber im Modellfliegerbereich, da erleben die Simulatoren gerade ein richtiges Revival. Ab 80 Euro ist man am PC dabei mit der Flugsimulator-Software und der entsprechenden realistischen Fernbedienung. Und das ist natürlich deutlich günstiger, als wenn man den Helikopter oder das Modellflugzeug gegen die Wand oder in die Wiese rammt. Wenn man dann am PC lang genug geübt hat, will man natürlich irgendwann auch in der Realität in die Luft gehen. Und das ist sogar erstaunlich billig, wenn es um Flugzeuge geht. Mit 150 Euro ist man beim Einsteigermodell dabei. Das ist im Prinzip eine Art Segelflieger mit einem zusätzlichen Propeller. Die Fernbedienung ist auch schon mit an Bord und man muss lediglich am Schluss noch die Tragflächen dranstecken. Alles fertig. Das besonders Praktische beim Einsteigermodell ist die Bauweise aus EPP. Das sieht ein bisschen aus wie Styropor, ist allerdings deutlich unempfindlicher und verzeiht dementsprechend auch eine unsanfte Landung ganz problemlos. In der Entwicklung der Luftfahrt ist natürlich nach dem Propeller der nächste logische Schritt der Düsenantrieb. Im Modellbau heißt er dann Impellerantrieb und den gibt es ab ungefähr 220 Euro. Für den Preis ist zwar keine Fernbedienung dabei, aber dafür ist das Modell trotzdem komplett fertig zusammengebaut. Der Jet sieht nicht nur schnittig aus, der ist auch verdammt schnell. 150 bis 200 Stundenkilometer sind da in der Spitze möglich. Und da ist es auch relativ logisch, dass der keine Fehler mehr verzeiht. Wenn der runterkommt, dann ist er hin. Wer irgendwann etwas individueller werden will und nicht auf fertige Modelle zurückgreifen möchte, der kann sich natürlich auch behelfen. Da gibt es dann, wie hier bei diesem Propellerflieger, fertige Gehäuse, die man nach individuellen Vorstellungen gestalten kann und vor allem motorisieren kann. Das heißt, man kann von klein bis groß den entsprechenden Motor reinpacken und hat dann seinen ganz persönlichen Kunstflieger am Ende. Das Chassis schlägt mit rund 200 Euro zu Buche und je nach Motorisierung ist man dann am Ende bei 500-600 Euro für das fertige Fluggerät. Und seien wir mal ehrlich, selbst als Gamer muss man eingestehen, der Nervenkitzel auf dem Flugplatz ist deutlich größer als der am Simulator.